Hallo, hallo, schönen guten Nachmittag aus Belgien. Wir lieben es hier. Willkommen zum Webinar. Vor dass ich weitergehe, können ein paar Leute bitte Bescheid geben, ob sie mich gut hören können und das Bild gut, alles klar, okay, prima, danke, danke. Ja, und herzlich willkommen für die Teilnehmer, die mich noch nicht kennen. Ich bin Wim aus Belgien und ja, ich werde versuchen, heute mal ein bisschen live zu treten. Dann können Sie so mal sehen, was ich so mache oder tue. Und ja, vielleicht können Sie etwas davon mitnehmen und ausnützen in Ihrem eigenes Trading. Ich habe natürlich wie immer paar Slides vorbereitet, dann kann ich in 5 oder 10 Minuten mal erklären, worum es eigentlich bei mir geht. Ganz viel Material finden Sie schon auf meinem YouTube-Kanal, können Sie sich auch mal ansehen, oder Sie kommen nur auf mich zu. Nach dieser Präsentation bekommt ihr noch eine E-Mail von mir über WH-Self-Invest mit Informationen und so weiter. Aber auch natürlich während das Seminar versuche ich, so viel wie möglich eure Fragen zu beantworten. Und lasst uns hoffen, wir haben da ein paar Bewegungen, die wir handeln können. Nochmal, wenn alles gut klappt, wird das Ganze hier aufgezeichnet und normal ab morgen sicher ist es verfügbar auch auf mein YouTube-Kanal. So, gut, erst nochmal erklären, was ich eigentlich tue. Und das Einzige, was ich eigentlich mache, ob es jetzt Scalping oder Daytrading oder auch Swing Trading ist, ja, weil damit habe ich eigentlich angefangen vor 21 Jahren, ist Bewegungen zu handeln. Und ich handle eigentlich nur immer und immer und immer die gleiche Bewegungen. Das sind Korrekturen, Fortsetzungen und Breakouts. That's it. Und ob es jetzt in ein paar Sekunden läuft oder über ein paar Tagen, eigentlich ist das Prinzip das gleiche. Ja, macht eigentlich keinen Unterschied. Ja. Und hier nur ein paar Sachen. Sie kennen meine Philosophie. 20% vom Trading-Erfolg ist die Analyse. Die ist natürlich wichtig und natürlich, man braucht eine gute Strategie. Das Money Management, was man eigentlich tut mit einer Position, ist nach meiner Meinung noch wichtiger. Ja, die Betreuung und natürlich dann das Mentale. Aber Leute, die schon eine Weile dabei sind, wissen, dass Trading ist ein Spiel oder ein Geschäft, das sich für ja, einen sehr großen Teil zwischen die Ohren macht und abspielt. Und das ist natürlich nicht einfach. Aber schon mal erst die ersten 20 und 30%, die müssen mal klar sein. Wenn es da nicht klappt oder wenn da etwas nicht stimmt, dann wird natürlich die Selbstkontrolle wird sehr, sehr schwierig sein. Gut, noch etwas, das viele Leute nicht immer verstehen, ist, dass 3/4 von aller Trades, die wir machen, eigentlich nur kleine Trades sind. Was meine ich damit? Kleine Verluste oder kleine Gewinne. Und es sind, ja, das ist so, das ist die Realität im Trading. Nur ein Trade, ich würde aber sagen, auf 4, 5, ist ein echt guter Trade, ja. Und natürlich, wenn der vorbeikommt, muss man den maximal ausnutzen. Aber das bedeutet auch, dass auch wenn man es gut macht, dass es normal ist, dass wenn man in einem Tag 10 Trades macht, dass eigentlich nur 2 sehr gute dabei sind. Ja, das ist nicht abnormal. Da macht man nichts falsch. Und wenn man das so gut macht und man beherrscht diese 8, ja, ich würde mal sagen, Trades, die kleine Gewinne, kleine Verluste bringen, dann ist es ein gutes Geschäft. Ja. Gut, ich zeige euch das hier auf die Nanotrader.
Ich trade sehr gerne damit, weil ich damit halbautomatisch auch automatisch handeln kann. Vielleicht läuft hier was in die Vola Open Strategie, kann ich euch das auch zeigen um 3:30. Aber halbautomatisch ist natürlich so, dass ich entscheide, wo ich einsteige und dann, dass die Plattform eigentlich meine Stops und meine Ziele übernimmt. Sicher im Scalping-Bereich ist es sehr wichtig. Warum? Weil ja, es geht alles so schnell. Wenn die Plattform dann ein Teil von dieser Arbeit automatisch übernehmen kann, ist natürlich für uns interessant. Ich habe auch ein Tool für das Scalping. Das zeige ich euch vielleicht mal auf eine Simulation, wo eigentlich ich die Ausstiege gestaffelt habe und das sehr schön automatisch nachschiebt. Das ist etwas, das mehr und mehr Trader jetzt benutzen. Ich persönlich im Live-Trading, ja, und das ist vielleicht, weil ich so schon das so lange so tue, ich bleibe noch immer mit meinen semi-automatischen Nanotrader nachschieben und so weiter. Aber das hier für wenn es wirklich schnell geht, ist schon mal ein sehr tolles Tool. Ich zeige euch das später. Habe euch gesagt, ich trade nur Bewegungen, Korrekturen, Fortsetzungen und Breakouts, aber benutze davor eigentlich nur Bewegungskerzen. Ihr könnt dafür Renko-Kerzen, absolute Spannerkerzen benutzen oder meine Kerzen. Eigentlich das Prinzip ist ähnlich. Es sind Kerzen, die nur erfüllt sind durch ein Preiskriterium. Wenn der Markt sich ein bestimmtes, ja, ich würde mal sagen, Punkteanzahl bewegt oder in Pips, wenn es ja auf Forex ist, dann hat man so einen Aufbau von einer Kerze. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil das bedeutet, dass man, wenn es keine Bewegung gibt oder zu wenig, hat man wenig Kerzen. Und wenn es viel Bewegung gibt, hat man viele Kerzen. Ja, und das ist natürlich für uns sehr wichtig, weil wir brauchen eigentlich nur die Information, die uns die Bewegung zeigt. Ja, weil wir können nur Geld gewinnen, wenn der Markt bewegt. Wenn sich nicht bewegt, muss man die Finger davon lassen. Was eine von den schwierigsten Sachen ist für viele Trader, weil leider kann Trading manchmal sehr, sehr langweilig sein, ja, weil der Markt nicht bewegt, ja. Was diese Kerzen auch natürlich tun, ist, ich finde persönlich, dass es viel einfacher ist, mit diesen Kerzen Seitwärtsphasen früh zu erkennen, natürlich auch Trendphasen, aber das ist sehr wichtig. Ihr wird sehen, in meiner Philosophie, die erste Frage ist immer, sind die Bedingungen jetzt günstig, um zu handeln, ja oder nein? Das kann man lernen. Ich kann natürlich nicht sehen, wie es in 1 Minute oder 5 Minuten laufen wird, aber ich kann sehen, wie es jetzt aussieht, in diesem Augenblick. Ja. Und das kann man, denke ich, lernen. Und das ist natürlich, wenn die Antwort auf die Frage nein ist, dass die Bedingungen nicht günstig sind, ja, dann kann man nicht handeln. Das geht nicht. Ja, da muss man wirklich sagen, okay, ich warte, bis die Bedingungen vorbeikommen, bis meine Setups vorbeikommen. Und manchmal bedeutet das, dass man rumsitzt und manchmal hat man sehr viel zu tun. Das kann man selbst nicht entscheiden. Das entscheidet der Markt für uns. Darum auch meine Philosophie, ihr seht das auch auf meiner Website, ist Trade what you see. Traden Sie, was Sie sehen, was wirklich da ist und nicht, was Sie denken oder was Sie hoffen. Ja? Hört sich sehr einfach an, ist es leider nicht. Ist nicht einfach. Aber okay, wir versuchen es trotzdem. Ja, nur auf die Fragen zu antworten. Ihr könnt diese Strategien, diese Bewegungen auf normale Renkos, normale Spannen auch handeln. Ja, ist eigentlich auf viele Plattformen auch verfügbar.
Noch etwas, ein Konzept, das in meine Trading-Systeme sehr wichtig ist, das Konzept von einer Triade, was eigentlich ein bisschen ist wie auf Englisch ein Swing Low, ein Swing High, wo man eigentlich so eine Umkehrformation hat in eine oder andere Richtung. Und natürlich hier mit diese Kerzen sind alle Kerzen aber genau die gleiche Größe. Das bedeutet auch, und darum, das ist für mich das Wichtige hier ist, wenn ich so eine Formation habe auf einer von meinen Charts, auf Nasdaq, auf DAX, im Forex-Bereich, und ich habe da eine bestimmte Spanne eingestellt von diesen Kerzen, dann weiß ich genau, wie viel Risiko dahinter steckt, wenn ich einsteige. Weil die Anatomie von so einer Kerze ist eigentlich, dass wenn ich, ja, zum Beispiel hier eine Bewegung nach oben, wenn ein Tick oder ein Pip gehandelt wird über die dritte Kerze, was hier die grüne ist, dann ist die Triade bestätigt. Um einzusteigen, will ich eigentlich theoretisch ein Tick oder ein Pip über die ganze Formation. Das würde dann hier bedeuten, über die erste rote. Stops-Betreuung, sehr wichtig. Ich benutze diese Formation, um meine Stops zu betreuen. Viele Leute wissen das schon. Den Abstand zu die zweite Kerze ist immer Spread rechnen von das Instrument und dann noch ein Tick, ein Pip dazu. Das ist eigentlich die ganze Philosophie dahinter. Aber hier sieht man es nochmal sehr deutlich. Kleines Risiko, möglicherweise großer Gewinn. Ja. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, aber Wim, das ist hier Scalping. Da muss man sehr schnell seine Gewinne mitnehmen. Ja, zum Teil ja. Aber nicht alles. Das CLV muss immer in unserem Vorteil sein. Ja. Wenn der Markt viel gibt, muss man wenigstens einen Teil davon mitnehmen. Das bedeutet auch, dass was man eigentlich scalpt, sind nicht die Gewinne, aber sind die Verluste. Verluste muss man scalpen, um so wenig wie möglich zu verlieren. Wenn es läuft, muss man wenigstens einen Teil laufen lassen. Der Markt wird fast öffnen. Ich will nur noch etwas zeigen hier, Erkennen von Trends und Seitwärtsphasen. Das ist etwas, was ich konstant tue. Zu sehen, okay, bin ich hier in der Trendphase oder bin ich in der Seitwärtsphase? Wenn ich in der Seitwärtsphase bin, und ich werde euch das live versuchen mitzugeben, wenn ich in der Seitwärtsphase bin, ja, dann handle ich am liebsten nicht. Ja, ich sehe hier, der Markt hat schon eine ziemlich große Bewegung gemacht. Ich hätte auch schon einen Trade gemacht um 2:30, weil da gab es eine Nachricht. Da hatte ich schon mal etwas mitgenommen. Aber normal, nochmal um auf eine Frage zu beantworten, würde ich jetzt um 2 Minuten vor 3:30 nicht einsteigen. Weil um 3:30 natürlich diese erste Bewegungen sind manchmal sehr extrem und dann, das ist so ein bisschen wie das Casino. Man weiß nicht, was da passiert. Ich will erst sehen, was los ist. Okay, so, Fragen, ich komme. Gut, so, höp. Hier 5 Minuten und 60 Minuten und hier Mini Nasdaq und hier nochmal Mini Nasdaq. Ich kombiniere hier zwei Spannen. Die Spanne oben sind eigentlich von die große her sind 6 Ticks. Unten sind es 12 Ticks, das Doppelte. Ja. Und eigentlich ist es so, die schwarze Linie, die Sie hier sehen, das ist die EMA 20, ja, und Sie sehen da noch diese Cloud. Es ist eigentlich irgendwo so ein Hilfsmittel, um zu sehen, wo es lang geht. Jetzt gucken Sie bitte mal rechts, dann sehen Sie, dass der Markt jetzt ist an die Oberseite von die schwarze Linie.
Das bedeutet, da ist der Trend nach oben. Würde ich da jetzt einsteigen? Nein. Warum nicht? Ich will nur einsteigen, wenn er eigentlich wie jetzt da diese Linie berührt. Sehen Sie die jetzt? Und es ist in die Zwischenzeit auch 3:30 geworden und wir warten. Und wenn man, und hier sehen Sie es sehr deutlich, und ich will noch nicht direkt reingehen, ich will es euch erst hier zeigen. Wenn ihr das hier seht, ja, das ist eine Trendbewegung. Aber wenn man zum Beispiel, wenn hier zum Beispiel diesen Preis, wie es jetzt runtergeht, wenn er ist hier, lassen wir mal sagen, von 722 auf 12, das sind ungefähr 10 Punkte. Wenn er jetzt noch 10 Punkte runterkommt, bis auf 702 oder 704, das bedeutet, wenn er wirklich an die andere Seite von dieser EMA tretet, wenn der Preis es schafft, an beide Seiten von dieser EMA zu handeln, dann gehe ich davon aus, dass der Markt in einer Seitwärtsphase ist. Natürlich kann ich nicht in die Zukunft sehen, aber dann sage ich, das ist Gefahr, das ist gefährlich. Ja, das will ich nicht. Das bedeutet, es muss wirklich so aussehen, wie ich es will. Und das ist Trend und am liebsten ein junger Trend. Ein Trend, der dann anfängt. Ja, das will ich eigentlich sehen. Darum geht es eigentlich am wichtigsten. Kleiner Moment. So, kleine Einstellung hier noch. Moment. Hier ist natürlich viel los. Ach, hier ist es gut eingestellt. Jetzt geht es. Ist ein bisschen verzögert hier. Okay, wir warten. Und ihr seht hier sehr deutlich, was hier passiert. Da sind wir total andere Seite von die schwarze Linie. Und das, ja, das geht nicht. Das wollen wir nicht handeln. Das tun wir nicht. Ja. Und dann warten wir. Ja, wir warten. Seht ihr hier? Ja. Das ist ein sehr schönes Beispiel jetzt von einem Markt, wo ich jetzt davon ausgehe, dass er eigentlich bis in eine Seitwärtsphase ist. Und ich würde jetzt warten, bis er mal etwas Neues tut. Man kann natürlich diese Fortsetzungstrades auch machen und so weiter, aber es ist immer, ja. Gut, ich habe in die Zwischenzeit auch noch ein paar Sachen laufen von die Vola Open. Ja, ich zeige es euch. Wir hatten verschiedene Anfragen dafür. Und hier seht ihr zum Beispiel, ist Netflix. Das ist eine automatische. Netflix läuft bei mir, Facebook auch. Und hier erstes Ziel ist erreicht. Es sind ganz viele Leute jetzt, die das schon machen. Ich glaube auch, dass WH Self Invest hat da verschiedene Male diese Strategien gezeigt. Und ihr seht, hier läuft das automatisch. Ja, Netflix war natürlich im Play auch die letzten Tage und war ziemlich gut gelaufen. Auch dafür könnt ihr immer fragen. Das, ja, das läuft bei mir mit auf vollautomatisch, sind auch kleinere Positionen. Ihr seht das hier auch. Das Risiko und die Zahlen sind kleiner. Wie groß sind die Positionen? Bei mir sind die Positionen nicht größer, pro Aktie 20.000, 25.000 $. Das bedeutet für ein Netflix, das sind 60 Aktien. Für zum Beispiel ein Facebook sind das 150 CFDs auf Aktien. Das sind so ungefähr die Zahlen. Ja, nichts Außergewöhnliches. Was ich mehr mache hier in diesem Bereich, ist eigentlich semi-automatisch zu handeln auf Futures. Ja, und das sieht man dann hier. Und das betreue ich manuell. Das ist mehr etwas für das Coaching. Ihr seht das hier. Da wird die Position nicht
betreut automatisch, ich liege fast raus hier, da wird automatisch eingetriggert und muss ich nur meinen Stop nachschieben. Hier hat das 160 Dollar gegeben. Mal sehen, ob ich da noch einen neuen Einstieg bekomme oder nicht. Wir werden sehen. Ja, gut, hier, lassen wir mal sehen, ob wir hier in die Zwischenzeit, ob ich hier noch etwas habe. Nein, das war es bis jetzt. Mehr habe ich hier eigentlich nicht laufen. Facebook, da passiert vielleicht auch noch mal etwas, aber abgesehen davon habe ich nichts laufen. Ja, gut, hier, jetzt. Was könnte hier jetzt passieren? Wir sind hier ein bisschen in der Seitwärtsphase, ja. Aber jetzt, er will nicht mehr tiefer. Wir stehen an dieser Linie. Jetzt. Sehen Sie hier oben. Das geht seitwärts. Gleichen Abstand zur schwarzen Linie. Was ich jetzt am liebsten hätte, wäre, dass der Preis zum Beispiel mal nach 7710 geht oder ein bisschen höher. Dann einen Rücksetzer macht und dass ich dann einsteigen kann. Wenn er das nicht macht, handle ich nicht. Wie es hier jetzt steht, handle ich es nicht. Ja. Er muss das Niveau von 7710 mindestens berühren. Das ist eine Ja-Nein-Frage. Das ist, oder er macht's oder er macht es nicht. Ob er es macht, weiß ich nicht. Ja. Aber wenn er es nicht macht, drehe ich es nicht, wenn er dieses Niveau berührt und komme nachher ein Einstieg, dann steige ich ein. Verstehen Sie? Das sind bestimmte, wie soll ich das sagen, einfache Regeln und die man dann umsetzt. Und es ist nicht von, ah, jetzt dieses Mal versuche ich es trotzdem mal oder ich mache es trotzdem mal. Nein. Es sind wirklich sehr bestimmte Regeln und machen wir so. Ja, gut, ja, alles gut, alles okay, prima, danke. Ja. So, hier. Was sieht man hier? Sehr einfach. Hier links unten 60 Minuten und hier 5 Minuten. Und Sie sehen diese zwei schwarze Linien und das ist für mich sehr wichtig und natürlich auch diese, wie sagen wir das, rosa Linie, die eigentlich das Pivotpunkt ist. Diese zwei schwarzen Linien ist Vortageshoch, Vortagestief. Und das ist für mich sehr wichtig, sehr wichtig. Warum? Ich will wissen, ob der Markt im Vergleich mit gestern stark oder schwach ist. Das ist eine ganz einfache Logik. Ich will es nur wissen. Ja. Und hier, ich würde sagen, ziemlich neutral. Da kann man nicht in diesem Augenblick nicht so ganz viel sagen. Und ja, dann ist es so. Aber manchmal steht er ganz oben, ganz unten oder ist er schon durchgebrochen. Und das natürlich ist eine sehr deutliche Indikation, dass es in die eine oder andere Richtung gehen könnte. Ja. Und wir warten. Ja. Hier auch seht ihr das? Rüber. Runter, rüber, runter. Das ist seitwärts für mich. Da drehe ich nicht. Gute Aufmerkung hier. Wenn er jetzt unter dieses Tief geht, darunter, wo diese grüne Linie ist, wo der Markt jetzt ist, ist auch so ein kleines Tool, das ich entwickelt habe. Aber sehen Sie jetzt, wenn er noch eine Kerze jetzt, noch eine rote, da ist er runter. Seht ihr das? Vielleicht will er tiefer gehen. Aber jetzt brauche ich einen Einstieg. Was für ein Einstieg will ich? Er muss erstmal wieder nach oben, wie jetzt, ja, und dann, okay, können wir mal short gehen. Ja, vielleicht habe ich ein besseres Signal. Ich denke, ich habe ein besseres Signal hier auf mein DAO. Ich versuche es mal. Kleinen Augenblick. So, ja, hier warten wir. Wir sehen, wo es lang geht. Da. Okay. Erwartet. Stelle ich meine Order rein, hier runter. So, da liege ich jetzt. Ja. Das bedeutet, hier wollte er tiefer gehen. Er macht es nicht. Ist nicht schlimm.
Wir warten noch immer. Wir sitzen natürlich hier. Die Pivot-Linie, die dreht ist nicht perfekt. Den nehme ich mal raus. So. So, seht ihr das hier, diese Linie? Das gefällt mir natürlich. Ach, das war gut hier. Moment. Ja, es geht natürlich, jetzt ist viel los. Ne? So. Ich bin hier. Sorry, ich kann natürlich nicht alles zeigen. Bin hier eingestiegen. Ja, und bin ausgestoppt an Break-Even. Ich war hier nach oben eingestiegen, aber der Trade ist nicht weitergelaufen. Ist nicht schlimm, war schön. Wir warten mal, vielleicht kommt er nochmal vorbei. Ja, Hans-Joachim, das ist eigentlich auch, was ich tue. Ich gucke hier auf die Cloud. Und trade, das ist so ein Trick. Ich trade eigentlich nie gegen die übergeordnete Cloud. Das bedeutet, wenn die Cloud auf die größere Spanne, wenn die rot ist, mache ich nur Shorts. Wenn die grün ist, mache ich nur Longs. Ja. Und muss ich sagen, liegt man natürlich oft in die gute Richtung. Ja. Das ist absolut so, ist auch ein sehr einfacher Trick. Man kann sich dann auch nicht so einfach irren, wenn es über die Richtung geht. Ja. Aber das Wichtigste ist, und das ist, wo die meisten Trader es am schwierigsten haben, ist, dass man zu viel handelt. Ja, man handelt zu viel. Und das ist natürlich, ja, da muss man aufpassen. Hier passiert noch etwas, das ist schön, da hatte ich aufgehofft. Ich hatte ein kleines, das haben Sie nicht gehört. Ich habe so einen Alarm, das abgeht, wenn ein Trade läuft. Und hier, da waren wir eingestiegen. Ich liege da auf Break-Even fast. Ja, noch immer $70 vor. Hier, ich hoffe natürlich, seht hier, wir haben hier einmal Short gehandelt, war ein schöner Gewinn. Dann haben wir leicht verloren hier ein Short, aber jetzt grün wieder nach oben. Und nochmal, dass die meine Videos, sich meine Videos ansehen, auf YouTube sehen das. Und am Anfang haben die alle gelacht, weil ich habe immer über Zentimeter gesprochen. Ja, ich sage, ich riskiere 1 Zentimeter, um, ja, und dann um 4 oder 5 Zentimeter zu verdienen. Oder wie viel diesen Zentimeter ist, macht eigentlich nichts aus. Ja, das kann $25 sein, das kann auch $2.500 sein. Aber das Prinzip ist immer da. Und diese kleiner Verlusttrades, ja, die mache ich jeden Tag. Wirklich. Ich denke nie einen Tag, wo ich nicht einen kleinen Verlust habe. Aber es sind kleine, kontrollierte Verluste, wie die Triade, die ich euch gezeigt habe. Ja? Und wenn er dann mal läuft und richtig durchläuft, und ja, das passiert nur 20, 25% von die Trades, auch wenn man sehr deutlich die Trendbewegungen erkennt. Das ist die Realität. Ich finde das auch darum so wichtig, das in die Realität zu zeigen. Und natürlich, es ist immer, ja, es ist zu einfach, sich nachher schöne Beispiele auszusuchen. Ja, das geht nicht. Ja. Die letzten Tagen hatten wir ein paar sehr, sehr schöne Trading-Momente. Jetzt in diesem Augenblick, leider läuft da nicht viel. Gucken Sie sich das Bild jetzt an auf Nasdaq, rechts oben. Sorry, das handle ich nicht. Das geht zu viel seitwärts. Das tue ich nicht. Ja. Mal sehen, wie es hier läuft noch. Ja, was in die Zwischenzeit natürlich passiert ist. Und das ist natürlich sehr schön. Ja, das ist schöner. Ist ein von meinen, ja, ich würde mal sagen, Lieblingsaktien, ist hier, dass jetzt Netflix nach oben ausgebrochen ist. Ja. Und hier sind wir long eingestiegen. Ja. Mal sehen, wie das läuft. Ja. Aber wir hatten da schon einen Gewinn mitgenommen, short, und jetzt geht der long. Und das ist nochmal so, das Beweis eigentlich, dass ich denke, wir machen uns manchmal zu viele Gedanken, um zu sehen oder absolut sicher zu sein, wo der Markt hingeht. Und einmal, dass man, ich denke, lange genug dabei ist, und dann natürlich gibt es da
bestimmte Sachen man wissen muss. Aber die Wahrheit ist, dass eigentlich man das nie wissen kann. Da kann so viel passieren, das kann man unmöglich sehen. Und darum denke ich noch immer, dass die beste Philosophie, um an die Sache heranzugehen, noch immer ist, zu treten, was man sieht, ja, was da ist am Augenblick. Und ja, lass uns mal sehen, wie das hier weiterläuft. Hier noch immer, leicht kann ich nicht handeln, ja, mache ich nicht. Netflix läuft nicht echt durch. Und der Einzige, wo ich noch eine Position habe, aber noch nicht ganz, ist, ich mache eigentlich fast immer Facebook und Netflix. Und Facebook läuft eigentlich nicht so super jetzt. Ihr seht das hier. Ist short eingestiegen hier, ja, aber läuft nicht durch. Vielleicht in ein paar Minuten. Jetzt macht es nicht. Ja, wir werden schon sehen. Ja, okay, hier. Wir sehen mal, was da passiert. Hopp. Okay, stelle ich das mal weg. Hallo, hallo. Ja, auch alle schöne Osterfeiertage und kein Problem. Alles wird aufgezeichnet. Ihr könnt das alles sehen und Informationen über andere Sachen. Ihr könnt ruhig auf mich zukommen, ganz locker. Wenn wir das jetzt nicht beantworten können, geht das später. Ja, alles kein Problem. Ja, gut. Hier warte ich. Ja, leider. Ich hätte es mich lieber anders gesehen, dass es natürlich bewegt. Aber so, jetzt habt ihr, das sind Märkte, da machen Leute sich alles kaputt. Ihr seht auch, ich liege hier, ihr seht das, $260 vor. Das ist ein Trade, den ich um 2:30 gemacht habe. Und der Trade hat 3 oder 4 Sekunden gedauert. Das war vor die Nachricht. Und ja, aber jetzt, so wie das jetzt läuft, hin und her, mache ich das absolut nicht. Und wir warten. Ja. So, es wird mich auch immer gefragt, um da euch ein paar Fragen zu stellen. Ich schlage vor, ich mache das jetzt schnell hintereinander. Dann haben wir das hinter uns. Ja. Und dann kann ich dann nachher weitermachen. Ja, es ist so eine Unterbrechung immer von ein paar Sekunden und dann kommt alles wieder zurück. Da geht es. So, noch eine. Hopp. So, noch eine Frage. So, nochmal.
Und die letzte. So, alles wieder da. So. Ja. Okay, so. Hört Ton jetzt wieder okay? Jemand? Ja, alles gut? Okay. Danke. Gut, ja. Machen wir jetzt weiter. In die Zwischenzeit hatte ich wieder einen Alarm hier und bin ich jetzt und hoffe jetzt, ich habe mal eine Bewegung. Ali, hier im Rössl ist ein super Produkt. Und nochmal, um die Fragen hier deutlich zu beantworten. Die Einstiege hier sind automatisch und ich bekomme dann einen Alarm in mein Kopftelefon. Ihr könnt das nicht hören. Und dann weiß ich, aha, ich bin drin. Und dann kann ich das manuell, ich mache das lieber manuell, kann ich meinen Stop nachziehen. Ja, was ist das Vorteil von dieses Nachziehen? Weil natürlich kann das System das vollautomatisch. Es ist so, zwei Sachen. Ich kann auf Futures meine Spannen, mein Risiko verkleinern und mit das Nachschieben. Ihr seht das hier. Wir liegen hier ein bisschen vor, aber ich kann hier meinen Stop festnehmen und kann diesen manuell nachschieben. Und ich bevor das ist so, wenn es schlecht läuft, das ist viel wichtiger, wenn es schlecht läuft. Wenn es mal ein Tag ist, wo der Markt hin und her läuft und er macht nicht viel und hat keine schöne Bewegungen und so weiter, dann natürlich verliert man. Ja, nicht viel, aber man verliert. Und wenn man es so betreut, verliert man weniger. Ja, ich weiß, dass viele im Trading wird oft gesprochen über Gewinner, aber man muss über die Verluste sprechen. Ja, und heute geht es über Scalping. Und wenn wir etwas scalpen müssen, sind es unsere Verluste. Nur um nochmal auf eine Frage zu beantworten: Es ist durchaus so, dass 40 bis 45% von meinen Trades, dass ich die verliere. Ja, nicht viel. Ja, wenn ich zum Beispiel am Anfang mit einem Risiko gehe von, ich sag mal was, 100, ja, dann verliere ich die 100 selten. Oft werde ich dann vielleicht 40, 50 oder 60 verlieren, ja. Und oft würde ich auch nur 40, 50 oder 60 gewinnen, ja, weil der Markt zurückkommt und holt mich raus. Aber 20, 25% von die Zeit bringt diese 100, bringt die 3, 4 und manchmal mehr 100, Hunderter. Und das macht der Unterschied. Ja, das ist das echte Geschäftsmodell. Die Open Range, Sebastian, die wird definiert mit, hier bin ich ausgestoppt, ja, hat nicht viel gegeben heute, ist $60, ist nicht viel. Die wird definiert mit vier Kerzen. Mit vier von meinen Kerzen, was eigentlich Bewegungskerzen. Und das bedeutet dann, dass ich eigentlich damit bestimmen kann, was die maximale Größe einer Eröffnungsrange ist. Und das ist natürlich das Problem, wenn man das mit Zeitkerzen macht, dann kann diese Eröffnungsrange, die dann über Zeit bestimmt ist, kann natürlich sehr groß sein. Und dann rechnet das CRV sich nicht mehr. Und das will ich absolut vermeiden. Darum will ich es nur mit Bewegungskerzen machen. Man kann darüber viel lesen oder auf diese Indie Store von WH Self Invest. Das Produkt steht da sehr schön beschrieben. Könnt auch immer auf mich zukommen für weitere Informationen. Aber ist eine Strategie, die eigentlich sehr schön läuft, ja, ist eine Bewegungsstrategie und versucht, diese ersten Impulsionen nach Markteröffnung mitzunehmen. Diesen Facebook, noch eine
Hey, wie Facebook läuft, ja. Es läuft eigentlich nicht viel, ja. Seht ihr das? Es läuft nicht viel. Pff, ist alles noch nicht viel passiert. Kann auch abstürzen, natürlich. Ja. Wir lassen es laufen. Wir werden schon sehen, was passiert. Aber es ist natürlich interessant, um das mal zu sehen, weil manchmal hat man so den Eindruck, wenn das ein Profi-Trader ist oder jemand, der vom Trading lebt oder seine Freiheit damit verdient hat. Ihr müsst wirklich verstehen, meine Damen und Herren, dass wenn der Markt nicht bewegt, verdiene ich auch nicht. Ja, wenn wir einen Vormittag haben, wo der DAX hin und her geht, 30 Punkte, ja, dann kann ich auch keine 50 verdienen. Und eine Strategie zu erfinden, die in so einer Range dann noch sehr viel Geld aus dem Markt holt, das ist natürlich auch nicht echt realistisch. Das ist die Realität nicht. Ja. Man muss versuchen, so schnell wie möglich zu erkennen, dass Marktbedingungen ungünstig sind und die Finger davon lassen. Schlimmste ist, dass man dann trotzdem versucht, das ganze Geschäft zu forcieren. Und dann tut man eigentlich sein Konto in sehr wenig Zeit, kann man sehr, sehr viel Schaden anrichten an ein Tradingkonto. Und das muss man natürlich vermeiden. Okay, hier ja, es läuft ein bisschen, aber noch nicht viel. Ja, wir werden sehen. Ich habe hier auch noch einen Blick auf etwas anderes. Sebastian. Die Renko-Kerzen, ja, oder die Bewegungskerzen für jedes Instrument sind, und das wird auch erklärt in die Videos, aber die werden berechnet oder die sind basiert auf die durchschnittliche Volatilität, die ein Instrument hat in die erste Stunde nach Markteröffnung. Das bedeutet, um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, wenn ein Instrument zum Beispiel im Durchschnitt 100 Punkte bewegen würde in die erste Stunde nach Markteröffnung, dann würde ich eine Eröffnungsrange aufbauen, die maximal, die zwischen 10 und 20% liegt von dieser 100. Das würde dann bedeuten zwischen 10 und 20 Punkte. Und das mache ich mit vier Kerzen. Das ist so programmiert worden, funktioniert eigentlich gut. Ja, aber das ist das Prinzip dahinter. Das bedeutet, dass für jedes Instrument man eigentlich eine andere, wie soll ich das sagen, eine andere Einstellung hat, weil das natürlich von die durchschnittliche Volatilität von die erste halbe Stunde abhängt. Okay. Ich habe, Erik, warum ich so schnell meinen Stopp nachgezogen habe im Rössl, ich ziehe meinen Stopp nach, wenn ich eine Triade sehe. Und die Triade, diese Umkehrformationen, Moment, ich versuche es hier nochmal, das hier, Momente, so, ich nehme es mal rüber, hier, diese Formation, wenn ich die sehe, und nicht mit einer grünen Kerze, aber mit die zweite grüne Kerze, dann schiebe ich nach. Dann gebe ich nicht zurück. Und es ist auch nicht schlecht, dass ich das gemacht habe, weil der Rössl, mal gut, dass ich raus bin aus diesem Long Trade, weil das Ding stürzt total ab. Und nein, ich bin hier nicht short drin, weil ich habe es programmiert, zweimal long, zweimal short und ich habe meine zwei Shorts oder meine zwei Short-Signale schon hinter mir. Das bedeutet, diese schöne Bewegung habe ich nicht mit. Und das ist auch die Realität im Trading. Ja. Ist, aber hier, bitte, Erik, ja, gut. Ja, gut, dass mein Stop dahin steht. Aber natürlich, es geht jetzt runter und es ist schade, dass ich schon zweimal short war. Drehe ich immer in beide Richtungen, dann die Antwort ist absolut nein. Das ist mehr etwas für im Coaching-Bereich. Leute, die die Vola Open machen, würde ich es gerne mal erklären. Aber immer mache ich eine Marktanalyse und ich will, dass das Instrument in ein 15 oder kann auch 30 Minuten Chart in eine Progression ist oder in eine Trendbewegung. Wenn der Markt total seitwärts ist,
Kapital seitwärts läuft, dann trade ich diese Strategie nicht, weil es ist die Chance natürlich, man kann natürlich immer das erste Ziel holen, aber dann ist dieses Potenzial nicht immer drin. Das bedeutet, es kann auch so sein, dass wenn ein Instrument Apple oder Netflix, wie es in den letzten Tagen war, nur in eine Richtung anzeigt, dann stellt man es so ein, dass man die Strategie nur handelt in die Richtung und schaltet man die andere Richtung aus. So kann man natürlich die Ergebnisse natürlich auch in seinen vollautomatischen Trading günstig beeinflussen. Es ist natürlich immer viel besser zu wissen, was man tut und warum man etwas tut und was man sieht und was man traden will, dann so mal blind etwas zu tun. Ja, blind ist schön, wenn es läuft, ja, aber es läuft auch nicht immer und dann ist es besser zu wissen, was man tut. Ja, okay. Rainer, ist der Nasdaq in ein Downtrend? Ist absolut so. Ich habe die Bewegung natürlich jetzt verpasst, weil ich da mit anderen Sachen beschäftigt war, aber will trotzdem jetzt mal erklären, wo für mich, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hier eigentlich, was Sie hier rechts oben sehen bei mir, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich da kein Einstiegssignal habe. Ja. Die Bewegung ist ganz schön abgestürzt. Leider hatte ich hier, in was ich trade, keinen Einstieg. Und das passiert auch. Ich will, dass er die schwarze Linie berührt. Wenn er das nicht tut, gehe ich nicht rein. Das bedeutet, ich hätte hier diesen Trade, dann hätte ich verpasst. Ja, ist auch eine Realität. Ist natürlich nicht immer so, aber ist leider die Wahrheit. Ja, gut, ich bin hier, jetzt habe ich vielleicht noch einen anderen Trade. Ich versuche hier nochmal zu sehen. Ach, jetzt endlich, der Facebook bewegt sich ein bisschen. Ja, so. Ja, bisschen, ne? Nicht viele, nicht so viele Facebook heute, aber ein bisschen hat er sich schon bewegt und wir warten. Ja, hier noch Frage: wie viele Strategien ich eigentlich anwende? Das sind nicht viel. Eigentlich trade ich nur diese drei Bewegungen. Ja. Hole ich oder die Korrektur oder die Fortsetzung oder Breakout aus die Tasche, nur um euch einen Eindruck zu geben. Fortsetzungstrades ist, ich würde mal sagen, 65-70% vom Total. Dann 25% sind Korrekturen, 5% sind Breakouts. Ja. Diese Vola-Open-Strategie, was eigentlich eine Eröffnungsstrategie ist, ist eigentlich die einzige noch, die ich dabei handle. Und dann, um auf Ihre Frage zu antworten, eigentlich, wenn ich das alles zusammenzähle, habe ich nur 4. Ja. Man kann die natürlich auf verschiedene Spannen, sehr viel Instrumenten, verschiedene Kombinationen machen und so weiter. Das ja, aber eigentlich, und das, was ich immer versuche, die Leute beizubringen, versuche ich einfache Sachen zu handeln, einfache Bewegungen. Ja. Strategien müssen, ich denke, gut sein, aber müssen auch logisch und einfach sein. Die meisten sind total überfordert, weil so viele Indikatoren, Farben, Sachen durcheinander stehen und das schafft ein normaler Mensch nicht. Ja. Und darum ist es besser, zu die Essenz zu gehen vom Trading. Und das sind Preisbewegungen, Price Activity, Action, Price Action, um das zu handeln. Mit sehr bestimmte, deutliche Regeln. Und diesen Slide habe ich euch noch nicht gezeigt, aber das ist sehr wichtig für mich. Und diese Logik mache ich immer. Ich kann nur ein paar zeigen hier. Das ist natürlich ein Teil vom Kurs. Aber hier, wenn ich trade, das ist diese 1, 2, 3, 4 Schritte, ist, was ich jedes Mal neu mache. Die Frage, habe ich einen Trend oder bin ich seitwärts? Wenn ich im Trend bin,
Will ich auch noch einen jungen Trend haben? Wenn ich die habe, kann ich handeln. Wenn nicht, ist es vorbei. Wird nicht gehandelt, wird gewartet. Leider ist es eine Strategie, die wir auch üben müssen. Das ist Warten. Die Wartestrategie, die Nichtstun-Strategie ist sehr schlimm, sehr schwierig zu tun für manche Leute. Ja? Und zwei, Richtung natürlich. Das, manchmal erkenne ich bei Trader, wo man sich fragt, ich will jetzt einsteigen, weil der Markt bewegt, aber soll ich jetzt Long oder Short einsteigen? Ja, das natürlich, das geht nicht. Ja? Man braucht eine sehr bestimmte Logik, die man handelt und man sagt, okay, ich sehe jetzt der Anfang oder ein beginnender Trend in die Richtung, Long oder Short. In die Richtung und nur die Richtung wird an dem Augenblick gehandelt. Anders geht es nicht. Dann natürlich, welche Strategie kann ich aus die Tasche nehmen? Welches Signal bekomme ich? Ist es eine Korrektur und nur die erste oder die zweite? Ist es eine Fortsetzung oder habe ich irgendwo eine Box, eine Block, einen Squeeze aufgebaut und kann ich ein Breakout handeln? Und dann natürlich, die Betreuung ist nicht diskretionär. Was meine ich damit? Einmal, dass man eingestiegen ist, ist man am Markt übergeliefert. Das bedeutet, nicht mehr nachdenken von, was mache ich jetzt und soll ich mal aussteigen und muss ich mal einen Teil rausnehmen jetzt? Und nein, man hat vorher ein bestimmtes Money Management System und das handelt man genauso und keine Ausnahmen. Nie, weil dann kommt man nicht weiter. Und ist das diese Betreuung, ist die perfekt? Natürlich ist sie nicht perfekt. So etwas gibt es nicht. Das eine Mal wäre es ein bisschen mehr links und das andere Mal ein bisschen mehr rechts und höher oder tiefer. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, einmal ein gutes Betreuung Money Management System zu haben, wo man versteht, dass es ein gutes System ist. Und das setzt man um. Man akzeptiert, dass es nicht perfekt ist, aber es ist gut. Da, wo es schief läuft im Trading für vielen, ist nicht das Money Management System oder manchmal auch nicht die Strategie, aber oft die Analyse, wo man nicht erkennt, wo Marktbedingungen gut oder schlecht sind. Und natürlich die Betreuung, wo man das eine Mal impulsiv oder emotional das eine macht. Und dann wieder das andere. Und das geht nicht. So kommt man nicht weiter. Okay? Gut. So, wir schauen uns das hier nochmal an. Facebook. Ja, langsam, aber sicher würde ich sagen. Abgesehen, andere Sachen habe ich hier eigentlich nicht laufen hier. Und dann gehen wir nochmal letztes Mal zurück. Ja, hier, Moment, ich nehme noch mal ein paar Fragen. Das sind ganz viele jetzt, kleinen Augenblick. Lalala, ich muss noch viele Fragen beantworten. Okay, Hans-Joachim, hier. Hier rechts unten siehst du das auf Nasdaq. Das wäre ein Short-Einstieg auf diese Spanne. Ich handle lieber auf die 1 Renko. Aber das wäre ein Short-Einstieg, wenn die Triade bestätigt ist. Ich nehme nochmal eine Frage. Ich habe keine prozentuale Tagesgewinne oder Tagesverluste. Ob ich noch Verlusttage habe, da ist die Antwort ja. Wochen, nein. Das ist Moment, so wie schnell, ja, den Überblick. Es ist natürlich, Erik, schwierig, um hier das so schnell zu tun, aber natürlich diese vollautomatische Strategien, da muss ich nicht viel tun, ja, und glauben Sie mir, diese 4 Schritte, die ich Trend, kein Trend, jung und so weiter, das wird ein Automatismus. Ich brauche eigentlich nur ein paar Sekunden davor und ich sitze hier eigentlich auch, wenn ich trade, habe ich meine Dinge offen und wenn ich etwas sehe,
Das geht sehr schnell. Da sieht man sehr schnell, ja, das beantwortet meine Kriterien oder nein. Ja. Aber okay, hier läuft ein bisschen besser. Ja, hier so. Hier seht ihr zum Beispiel, das Mini-DAO ist tot. Seht ihr das? Der macht nichts. Nichts. Steht total seitwärts. Kann man unmöglich handeln. Ich habe auch absichtlich nochmal die Volabänder hier genommen. Das ist eine Strategie und Online-Kurs, die sehr viele Leute machen. Und diese blaue Bänder, die man hier sieht, wird eigentlich nur dafür, habe ich nur dafür entwickelt, das visuelles Hilfsmittel, um Leute zu helfen, zu entscheiden, wann Marktbedingungen gut sind, wann man handeln kann und wann nicht. Und jetzt ist die Antwort auf die Frage nein. Jetzt kann man nicht handeln. Warum? Weil die Volatilität oder die Bewegungen, die wir jetzt in dieser Spanne sehen, ist zu klein. Nicht handeln. Vielleicht ist die in 5 Minuten oder in einer halben Stunde groß genug. Dann können wir wieder handeln. Aber wenn es jetzt nicht da ist, gehe ich davon aus, dass es so bleibt, bis der Markt mich zeigt, dass es anders ist. Viel zu viele Trader treten, was sie denken. Sagen, oh, ich will da einsteigen, weil da wird der Markt drehen. Oder jetzt wird der Markt anfangen zu laufen. Und man steigt dann vorher ein oder zu früh oder zu oft oder noch schlimmer in die falsche Richtung. Und jeder macht natürlich gute Trades, aber das Problem damit ist, dass man dann viel zu viele schlechter macht. Und wenn man all diese Verluste rückzahlen muss und man muss Gebühren zahlen und Spreads und so weiter, dann rechnet sich das nicht mehr. Ja? Und darum seien Sie vorsichtig damit. Ja? Moment, ich will mal hier. So. Hier, gut gesehen. Seht ihr hier, das habe ich sehr gerne. Seht ihr hier diese schwarze Linie, wie die nach unten gelaufen ist? Ja. Und hier fängt es an, nach oben zu laufen. Seht ihr das? Ja. Und wenn jetzt der Markt, er muss das natürlich machen, aber wenn jetzt der Markt zurückkommen würde und diese schwarze Linien berühren würde, mit einer Triade, wo auch, unten, oben, macht nichts aus. Dann würde ich da long eingehen. Und warum? Und ich will es jetzt mal zeichnen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Moment. Ja. Ihr müsst verstehen, Märkte gehen weg von gleitenden Durchschnitt EMA 20 oder Moving Average 20 und zurück. Weg, zurück, weg. Hier fällt er durch. Da sind wir in der Seitwärtsphase. Ja? Punkt ist, dass, wenn Sie das handeln möchten, ist es natürlich eins so. Man will diese Trendbewegung sehen, aber dann geht es natürlich darum, dass man in die Nähe von die EMA 20 handelt. Weil dann hat man einen guten Preis, weil der geht nach EMA zurück und dann geht er weg, zurück, weg, zurück, weg. Und ich will natürlich da kaufen oder shorten in die Nähe von dieser Linie, weil nachher macht er eine Bewegung, die geht weg davon. Das ist eine Bewegung. Und viele Leute holen immer diese Moving Averages wie sagt man das auf Deutsch, gleitende Durchschnitte durcheinander. Eigentlich ist es sehr einfach. Man hat, wo der Preis jetzt ist, das ist ein gleitender Durchschnitt von, lass uns nehmen, zwischen 5 und 10. Das ist, wo der Preis jetzt ist. 20 ist der primäre Trend. Das bedeutet, der Trend, worin ich jetzt handle, ob das jetzt eine Minute ist oder 5 Minuten oder eine Stunde oder ein Tag oder eine Renko-Kerze oder eine WL-Bar oder was auch immer, das ist identisch. Ja? Und dann hat man natürlich der übergeordnete Trend und der wird angezeigt in die, mit die 50. Moving Average oder den gleitenden Durchschnitt 50. Und man muss verstehen, wie diese Sachen zusammenarbeiten. Und was ich hier heute versucht habe zu zeigen, ist, wie man der primären Trend handelt oder scalpt
wo man eigentlich versucht, das zu erkennen, ja, diesen primären Trend früh zu erkennen, wo man immer einsteigt in die Nähe von dem gleitenden Durchschnitt EMA 20. Eigentlich ist es nicht mehr oder nicht weniger. Und das ist eigentlich die Basis von Action oder Bewegungshandel. Ja? Moment. Ich habe hier noch ein paar Fragen. Für Thorsten, für diese Orderbalken und so weiter, hier im Chart, das steht da. Moment, oder jetzt bin ich noch immer am Erase. So,